Wer möchte noch so ein Krummhorn probieren? April 2012. Im Deutschlandfunk in Köln steht im Rahmen des Radiofestivals Forum Neuer Musik eine Uraufführung an. Zwei Ensembles, einmal Spezialisten für zeitgenössische, einmal für Renaissance-Musik, treffen im neuen Werk des Franzosen Brice Poset aufeinander. Dieses Spannungsfeld zwischen Alt und Neu ist auch das Thema an der Musikhochschule Hannover. Ja, wir sind Musikstudenten an der HMTH und studieren im Masterstudiengang Lehramt auf Gymnasium. Und haben jetzt durch das Fachpraktikum ein großes Projekt gestartet, mit dem Obertitel Krieg und Frieden in der Musik. Jeder merkt sie jetzt. Rechts und links sein Nachbar. Bei Außenland, bei Außenland ist es nicht schwer. Ganz wichtig, wenn ihr auftretet. Da geht es um alte Musik und neue Musik, zum Thema Krieg und Frieden. Und dieser Seminar-Schwerpunkt ist eigentlich das Thema Lom Hami. Überall hat man ausrufen lassen, dass jeder von uns sich bewaffnen solle mit einem eisernen Kettenpanzer. Und das wird jetzt hier eben erarbeitet, mit dem Ziel, dass wir dann im Fachpraktikum im Februar, März mit den Schülern dann Unterricht zu dem Thema machen können. Januar 2012, Wolfenbüttel. Die Hannoveraner Lehramtsstudenten treffen sich für ein intensives Arbeitswochenende in der Landesmusikakademie Niedersachsen. Thema des Blockseminars: Lom Armee, der bewaffnete Mann. Man kann sagen, Lom Armee ist eigentlich der erste Superhit, den es gab. Im 15. Jahrhundert, im 16. Jahrhundert hat sich das erweitert. Es wurde zu einem Art Prüfverfahren, welcher Komponist diese Melodie am besten komponieren kann. Es wurde diese bekannte Melodie von vielen Komponisten komponiert, um eben sich zu beweisen, dass sie richtig gut sind. Lomme, Lomme, Lom Armee und so weiter. Also jeder konnte diese Melodie pfeifen, aber sehr kunstvoll wurde das in Polyphonie dann gekleidet, bis hin zu einer großbesetzten 32-stimmigen Messe. Und interessanterweise gab es auch im 20. Jahrhundert Komponisten, die diese Thematik wieder aufgegriffen haben. Also eine überzeitliche Thematik. Ich habe mich auch mal hingesetzt und gedacht, wie könnte man es mit Schülern machen, damit das auch für die interessant ist. Ich weiß das nicht. Besondere an diesem Wochenende: Dozenten der verschiedensten Fachbereiche beleuchten das Thema von den unterschiedlichsten Seiten. Zuerst, wie so oft, die Theorie. Für kompositorische Arbeit, das sieht zwar banal aus, aber man kann jetzt jeden Ausschnitt nehmen und aus dem irgendwie da irgendwas machen. Und der Vorteil ist, das hängt alles irgendwie ideell zusammen. Die Grundlage ist immer Lom Armee. Ja? Also ich bin ja quasi als Musiktheoretiker hier verantwortlich für die Arbeit mit Noten, mit Tönen. Und da liegt natürlich jetzt mein Interesse, dass nachher in der Schule sowohl die Studenten natürlich als die Schüler sich auch mit Musik unmittelbar auseinandersetzen, da kreativ werden. Und jetzt haben wir hier Aufgaben überlegt, wie man das machen könnte, ausgehend von einem Lied, Lom Armee, zu überlegen, wie kann man mit dieser Melodie arbeiten, was kann man vielleicht für kompositorische Konzepte umsetzen. Deswegen ist dieses ganze Seminar, was wir an der Hochschule jetzt machen, unmittelbar ausgerichtet auf den Praxisbezug in der Schule dann für die angehende Schulmusiker. Können wir vielleicht mal an diesem Tisch eben singen? Da, 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 da. Und wir setzen jetzt ein. Jetzt. Ba 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 ba.
die Art und Weise, ganz einfache Sache, entsteht sofort ein schönes Pattern. Ja, wunderschön. Aus alt wird neu, wenn man es im Hier und Jetzt erlebt. Das sollen die Studenten an diesem Wochenende erfahren. Nur dadurch können sie später auch jeden scheinbar noch so zähen Schulstoff für ihre Schüler lebendig machen. Eine solche Erfahrensübung in Wolfenbüttel, der Bewegungsworkshop Barocktanz, den eine Studentin aus der Gruppe für ihre Kommilitonen leitet. Die berührt euch eigentlich fast gar nicht. Das ist fast tabu. Ich habe 2 Jahre jetzt in meinem Bachelor Rhythmik-Hauptfach gehabt. Und da beschäftigt man sich ganz viel mit Bewegungen. Unter anderem eben auch mit allen möglichen Arten von Tänzen. Vor allen Dingen die zweite Reihe darf nochmal ihre Hände kontrollieren. Und diese alten Elemente sollen aber nachher verknüpft werden mit neuen Elementen. Wie genau das passiert, muss nachher in der Schule jeder selbst entscheiden. Das hier ist quasi nur ein Sammelpool, ein erstes Kennenlernen der ganzen Sachen für die Schüler dann nachher. Ja, also ist das auch ein Trombon? Nee. Ja, das ist ein Basstrombon. Ach, ein Basstrombon, ja. Genau. Das ist super. Ja, das heißt, okay. Es funktioniert wie eine Flöte, ne? Ja, das ist halt das Rohr. Zweite Lektion in diesem Sinne, der Praxisworkshop historische Musikinstrumente. Katharina Bäumel begegnet den Studenten nämlich zwar einerseits später mit ihrem Renaissance-Ensemble in der Deutschlandfunk-Komposition in Köln, aber auch schon hier in Wolfenbüttel sorgt sie für ungewohnte Klänge. Und die sind noch nicht ganz konzertreif. Ja, ich bin eigentlich dazu da, dass mal ein paar Töne entstehen, dass wir was ausprobieren. Und die allererste Aufgabe ist, glaube ich, so zu vermitteln, dass Renaissance-Musik zum Anfassen ist und mit dem Körper zu tun hat und heute aktuell und jeden Ton, den man spielt, das kann natürlich aus alten Quellen kommen, aber das, was man eigentlich damit macht, ist die Musik von jetzt. Und dann freue ich mich immer, wenn die Studenten darauf eingehen und sagen, das finden wir toll und da möchten wir noch mehr wissen oder geh doch mal in die Richtung weiter. Das ist schön. Ja. Wo ist Ihr F? Moment. Das ist nicht einfach für mich. Ich bin Warten Sie mal. Nee, Sie müssen nicht alle Finger drauflegen, sondern der oberste ist hier. Und dann, genau. Und jetzt, nee, und den hier nicht. Und dann geht's mit der Hand hier weiter. Das Projekt ist ein Cluster, ein Satellitensystem. Ein Spinnennetz. Und im Mittelpunkt steht immer das Zusammenspiel von Alt und Neu. Medienkompetenz und Musikgeschichte, Kompositionslehre und Fachdidaktik und nicht zuletzt das Quellenstudium in historischen Schatzkammern wie der Herzog-August-Bibliothek in Wolfenbüttel. Im Hochschulalltag wird jedes Fach gesondert unterrichtet. Vernetzung zwischen den einzelnen Fächern? Schwierig. Für das spätere Lehrerdasein aber ist sie genau das, worauf es ankommt. Man kann nicht sagen, dadurch, dass du 14 Fächer hast, musst du selbst im Kopf alles so zusammenbringen, dass am Ende daraus eine Professionalisierung in Richtung auf Schule kommt. Da bleibt nur eigentlich das Fach Musikpädagogik nach, das eine Klammerfunktion hat. Und diese Klammerfunktion zu nutzen, ist das besondere Anliegen in Hannover. Die Lehramtsstudenten erhalten so im Master eine Ausbildung, die nicht als Berufsorientierung, sondern als Berufseinführung konzipiert ist. Ein Alleinstellungsmerkmal in der deutschen Hochschullandschaft. Also es ist ein Glückswochenende und ich bin sehr, sehr froh eben auch über die Vielfalt der Lehrenden, dass die Studierenden mit ihren Lehrenden aus verschiedenen Fächern die Chance nutzen, während der Ausstellung verklingend und ewig an diesen Exponaten, an der Ausstellung umzusetzen, wie man mit alter Musik heutzutage guten Unterricht in der Schule machen kann. Später dann 2 Lieder. Dieses ewige Strophenlied. Ne? Und das ist natürlich immer so tugendsam und also, ja, ja, gut. Aber das, war das so ein Lied, was es schon gab oder wurde das extra dafür geschrieben? Ja, dann das nächste wahrscheinlich auch mit den neuen Stimmen. Also hier sieht ja, man ja, auch, das ist eben das immer für die einzelne Beerdigung. Und was heißt das hier? März 2012, Dreifaltigkeitskirche in Hannover. Die Studenten haben Krieg und Frieden in der Musik im Schulpraktikum mit ihren Schulklassen auf Zeit bearbeitet. Sind auch 2 von diesen Schlägern? Ja, klar, ich habe alles in. In der alten Musik, in der neuen Musik und in ganz eigenen Kompositionen der Schüler. Heute werden alle ihre Ergebnisse präsentieren. Wir haben natürlich alle die gleiche Aufgabenstellung, aber ähnlich gehabt. Wir sollten dieses Thema L'Homme Armé und Krieg und Frieden in der Musik irgendwie in den Unterricht mit einfließen lassen. Das haben, glaube ich, soweit ich jetzt auch bei der Generalprobe gesehen habe, alle
ähnlich gemacht. Es ist aber ganz spannend, natürlich auch durch diese große Altersspanne. Wir haben 5. Klassen, wir haben auch einen Leistungskurs. Da sieht man einfach die Unterschiede, wie stark und wie intensiv damit gearbeitet wird. Und das ist natürlich auch schön zu sehen für uns. Wir wussten ja auch am Anfang gar nicht, was rauskommen wird. Das Praktikum, finde ich, wenn man sowieso den Wunsch hatte, Lehrer zu werden, bestärkt einen total. Also es macht Spaß, es ist natürlich auch anstrengend. Das Eigenunterrichten, das zeigt einem dann auch ganz klar, oh, wo sind meine Schwächen, was kann ich noch besser machen? Und ich glaube, das hilft uns am meisten auf dem Weg zum Lehrerwerden. Also letzten Endes wächst so etwas ja auch immer. Man lernt dann auch da sehr schnell darauf zu reagieren und sehr schnell zu sagen, okay, dies funktioniert jetzt nicht so, ganz schnell eine andere Methode einschieben und am Ende kommt eigentlich immer was Gutes raus. Und das hat uns sehr froh gemacht, weil das sehr gut lief. Das Finale, April 2012. Zurück im Deutschlandfunk in Köln. Das Forum Neuer Musik ist ein Werkstattfestival, zu dem der Deutschlandfunk, gefördert von der Kunststiftung NRW und der Stadt Köln, jedes Jahr internationale Künstler und Ensembles einlädt. In diesem Jahr steht es unter dem Motto »Komponieren als Dialog mit Gott«. Und damit spinnt es die beiden thematischen Schwerpunkte des Hannoveraner Studienprojekts weiter. Im Stück Autopsie de la Foi von Brice Posey treten sich Altes und Neues in Form der zwei Ensembles gegenüber, werden kontrastiert, verschmelzen dann wieder zu einem. Und ebenso findet sich auch L'Homme Armé wieder, der bewaffnete Mann, als musikalischer Rohstoff für dieses vom Deutschlandfunk in Auftrag gegebene Werk. Die Auseinandersetzung mit Gewalt, mit Brutalität, finde ich interessant, besonders in unserer Zeit. Aber Renaissance, Bläser, das war für mich etwas Exotisches. Und wie immer gibt es eine fruchtbare Spannung zwischen meinen so eigenen Ideen und was diese neue, also für mich neue Klänge ausgelöst haben. Das war eine kluge Entscheidung, glaube ich. Auch die Hannoveraner Studenten sind hier beim Forum, aber nicht nur als Gäste. Während der Deutschlandfunk ihr Projekt bundesweit im Rundfunk vorstellt, präsentieren sie ihre Ergebnisse im Rahmen des Festivals den Zuschauern vor Ort. Ich hoffe, dass das auch eine Scharnierstelle ist, wo sich Publikum und Studierende begegnen, ins Gespräch kommen. Das hoffe ich ganz doll. Und dass ihnen dieses Erlebnis hier, die Energie, die in diesem Forum steckt, dass sie das mitnehmen, dass sie das eine Weile trägt und dass sie einen Modellfall serviert bekommen haben von uns allen, der ganz toll funktioniert. Das haben sie in sich und sie haben mitgewirkt und in ihrer beruflichen Laufbahn und Praxis können sie hoffentlich davon zehren und das nicht genauso machen oder nicht wiederholen, aber sie haben so eine Grunderfahrung, was möglich ist.